Hallo meine verskrümmten Freunde, herzlich willkommen zu LS15 Force Projekt mit Raptus Erde. So, wir sind weiter hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir versuchen jetzt diesen, ich glaube, ich teile diesen Stamm nochmal. Diesmal mit meiner Kettensäge. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir das nicht gemacht. Die letzte Folge bei Sven zurück TV ist leider ohne Ton wegen ein Bug. Soundproblem, und zwar habe ich mit einem... Ja, ich musste nochmal die kompletten Soundconfigs ändern von OBS. Das war jetzt nicht gerade die angenehmste Arbeit. Oh. Wird ich jetzt fleißig, wird hier angefangen. Stellst du bitte den magischen Wecker? Ja, magischer Wecker auf eine Viertelstunde. Ich habe hier genügend Rangierplatz. Dass da noch mein Gewicht liegt. Warte mal, ich pack mal hier den Stamm schon weg. Wieso fährt mir da rein? Wieso fährt denn der vorne? Wieso nimmt der kein Holz mehr? Ist das zu groß? Ich guck mal. Jetzt habe ich auch endlich ein Gewicht hierfür. FF wollte ich. Und das nimmt der. Dann mache ich das so. Nimmt der noch, ne? Ja. Ich muss auch mich hier einfach mal lösen, so ein bisschen. Das nimmt der nicht. Warum auch? Der das jetzt nicht. Vielleicht ist er so voll, dass er erst Treibstoff braucht. Nein, der hat die Anzeige hat noch ein bisschen Platz. Du sägst da nicht ernsthaft irgendwas drin. Och, ich hole jetzt einfach. Nimmt er. Will er nicht. Ich hole jetzt Treibstoff, ich sag's dir. Ist mir ehrlich gesagt zu blöd. Ihr seht hier den Universalkotte. Finde ich exakt auch in dieser Farbe. Holz 96%, okay, kann sein, dass es zu viel ist. Ja, das. Auch hier, das ist so ein MRN-Design. Also ihr seht ja auch, hat er irgendwie sowas, wenn ich mein Licht anmacht, hat er sogar so etwas mit dabei. So gut. Man hat hier sogar mehrere Kamerasichten. Ist beim Kotte DCI dabei? Nein. Entleeren drücken, um das Fass zu befüllen mit N. Nein, das Fass ist schon befüllt. Ja, auf 3710. Nee, habe ich nicht vor. Wie muss ich jetzt nochmal rangieren? Ein Traktor steht im Weg, hilfst du mir kurz, tappst du meinen Traktor rein. Ihr seht hier die Kamera an sich, die feiere ich gerade so. Und ich mache schon mal die Positionsleuchten an, ne? Von wo muss ich rangieren? Wenn ich, kann ich das gerade machen. Irgendwie von vorne. Muss man gucken, wo der Trigger ist. Wie das aussieht. Bin fest. Fahr mich mal frei. Darf ich schon bitte? Du sollst mich freifahren, ist das so? Ich kann einen Baumstumpf wegsägen, aber da war ich ja gerade dran. Dann mach kurz andere Arbeiten. Du musst mich frei... freifahren, wenn ich den Baumstumpf wegfräsen kann. Nochmal. Weil du hängst an einem Baumstumpf. Nein, hänge ich nicht. Ich hänge hier fest. Sieh doch, ich sitze hier auf. Am Baumstumpf, da bin ich ja durchgeradert davon schon mal. Was meinst du denn? Wo hängst du? Du, ja klar, dein Motor hängt da in der Luft. Da muss ich gegenfahren, oder? Was meinst du? Ja, aber von hinten. Ich hol grad mal den Unimog und mach da vorne das Dingsbums dran. Nein, von vorne. Der braucht aktueller Aufbau 3 von 3. Ladung befestigt. Ich kann gerade keinen Aufbau wechseln. Also. Er hängt hinten am Baumstamm. Ich kann nicht rückwärts fahren, weil er am Baumstamm. Vielleicht kann ich den kurz noch ein bisschen absegeln. Ich komm ja schon. Da. Geh mal aus dem Weg. Jetzt kommt hier der Profi. Ich guck mal, ich noch ein Stückchen nach vorne setzen kann. Hängt der noch Jugend. Besser? Ja. Nein. Der, Noch V, die sich ja absetzen. Nee, es wird nichts, der schwebt in der Luft.
Doch, du kannst ihn zurücksetzen. Du musst nur mit dem Traktor hier hinterfahren. Gib mir mal den. Also, was, Alter. Ich nehme mal gerade den hier. Der hat sogar ein Gewicht dran, GG. Ja, ich hab den schon vorbereitet. Also ich meine. Ach du Kacke. Ich steche es selbst hier noch hin. Oh oh. Sieht nicht gut aus. Verdammt. Passe ich da nicht durch? Hey. Oh, ich werde sich die Zeit damit verblempern. Ich setze ihn einfach zurück. Nein, 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 noch nicht. Ich bin kurz davor, als... Ach, dieser unebene Grund, der ist nichts für den T6er, den wir genommen haben. Ich komme jetzt weichlich rüber und jetzt liegt der Baum natürlich auch so doof, dass ich auch keine Chance habe, dort irgendwie lang. Ich kann ihn aber wegnehmen, den Baum, also. Das ist ganz dumm von dir. Da ist ein Baum. Den Baum könnte man vielleicht noch sägen oder so. Der Draufgänger, der sägt dir jetzt so, das ist ein Ast, ne? Ich hab's mal kurz in anderen Trecker. Ach nee, da ist auch was dran. Ach, warte mal. Ja, dieses Wald ist überhaupt nichts. Dieses Wald. Ja, ich weiß, mein Deutsch wäre perfekt. Ich denke, I like German. Die sind viel zu PS-schwach für den Wald, die Trecker, die wir hier haben. Warte mal. Ja, ich bin leider ein bisschen erkältet. Vielleicht bin ich mit dem Frontlader irgendwie umgestupst. Ich setze den Kotte zurücksetzen. Noch nicht zurücksetzen. Da war sowieso kein Platz am Hof, das ist so doof. Musst du machen, wahrscheinlich, weil ich kann. Oder nee, ich glaube, ich habe noch nicht mal eine Berechtigung dafür. Nein, nein, ich kann das auch nicht. Wieso ist am Hof. Ach, wieso ist am Hof kein Platz? Ich weiß es nicht, ich kann es vielleicht auch nicht. Doch, 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 das wird. Darf naja, ich bitte fahren? Du musst von hinten gegenfahren, nochmal von vorne für mich. Hoch, hoch das Teil. Wo hängst denn du? Steig mal aus. Ich häng gerade in der Wolke. Steig mal aus dem Trecker aus. Du sollst da bitte mal aussteigen. Ich weiß nicht, wo du hängst. Ich weiß genau, wo ich hänge, nur du kannst halt nicht mehr aus Treckern aussteigen, wer es dir so sagt. So. Ich weiß genau, wo es bei uns hapert, dass das Gewicht unten ist. Das ist ein Problem. Warte, ich kann dir ruhig noch geben. Noch ein bisschen drücken, bitte. Danke. Ich muss hier rückwärts rein. Versucht da mal den anderen Traktor irgendwie freizufahren. Wo ich das bezweifle, weil der Boden so uneben dafür ist. Der ist so wirklich. Ey, ich stecke hier am normalen Boden schon fest. Ja, ich weiß, ist für normale Fahrzeuge nichts. Kann ich jetzt zurücksetzen? Kannst du immer noch mal schubsen, bitte, Sven? Ja, warte mal kurz. Weil wenn der ist gar nichts. Aber ich, das, soweit ich herausgefunden habe, ist jetzt der einzige, den wir bekommen haben. Wo? Ja, das ist viel zu unüben, der Grund dafür. Gib mir einen Schubs, ich muss rückwärts fahren. Auf, dass du mir nicht umkippst hier. Nee, warte, ich bin in der falschen. Nee, ich hänge. Das ist sau doof. Also. Nein, ich muss nach vorne. Du musst mich hier von der Seite wegschubsen. Von welcher? Von der Seite von dem Weg. Genau von der. Da musst du mich mal wegschubsen. Du meinst also. So? Scheiße, ist der Boden uneben. Wir müssen, glaube ich, noch was überlegen, oder wir müssen ihn einfach irgendwie. Jetzt mal ein bisschen weiter vorne, dass das Häuschen so ein bisschen weggeschubst wird. Das Führerhäuschen, aha. So?
Ja. Dann brauchst du, glaube ich, etwas viel mobileres. Ich steck schon wieder fest. Nein, ich glaube, wir brauchen nicht diesen LKW. Oder wir müssen das woanders platzieren, wo man gut mit dem LKW hin kann. Nein, wir machen das jetzt. Wir machen. Ja, stimmt, weil es hier wieder nach unten geht. Jetzt waren wir einmal in Fahrt. Ich guck mal kurz bei den Kotte-Sachen. Dass wir irgendwie den kleinsten davon nehmen. Diesen. Das ist ein Auflieger, der ist groß, der ist groß. Der ist groß, das ist klein. Das ist diese Kotte Universal Mini für 25.000. Den müssten wir nehmen. Oh, der ist doof zu lenken. Selbst der BMW, der Unimog steckt weg, also das Feste, aber das ist mehr wegen der hässlichen Säge. Weil du. Ich hab dir kein Gewicht gegen Wagen hast. Wir brauchen halt Treibstoff. Ohne Treibstoff funktioniert unser Teil nicht. Und das ist jetzt voll. Sollen wir einen Cut reinmachen? Nein, machen wir nicht. Wir haben noch 10 Minuten, 5 Minuten und die werden wir nutzen. Soll es einfach schon mal da... Shit. Soll es einfach schon mal stapeln da. Das Problem ist, das ist auch richtig doofe Ecke hier für einen Traktor. Steig doch mal bitte in den Unimog ein. Steig du mal bitte den Unimog ein. Hier hinten bei mir. Ja, was soll ich mit dem Unimog machen? Schieben. Einfach nur Gas geben. Ist so gut. Ja, ich stehe da gerade bei einem Baumstamm rum, ja? Der muss da auf jeden Fall weg. Der muss irgendwo ja, anders hin. Die Säge steht mir dafür auch ein bisschen im Weg, aber egal. Doch, der hat nur ziemlich lange zum Anspringen gebraucht, der Motor. Reicht das so? Ich komme noch nicht mal den Berg hoch, bin ich doof oder so, ja. Anschubst bitte. Kannst du jetzt abkippen? Ja, hier, ich hab den Trigger. Jetzt, ich sehe auch eine Animation. Info Treibstoff leer, du musst komplett auffüllen. Wir haben nur 21% drin, da gibt die Info aus Treibstoff leer bei mir. Mehr habe ich nicht im Tank. Gott, wir finden vielleicht noch eine Lösung und verkaufen den Kauf uns ab. Einen kleineren, besseren. Ich würde sagen, das machen wir direkt sogar in dieser Folge, wenn das geht. Ja, wir müssen dafür erstmal was bekommen. Ja, wir müssen erstmal diesen Hacker zur Nutzung kriegen. Ich werde ihn jetzt verkaufen. Sorry. Info, Treibstoff leer, ist zu wenig. Sag dich doch, ist zu wenig. Dann, darfst du da mit Treibstoff holen fahren. Wo gibt's eine Tanke beim Hof, ne? Hof weiß beim auch, Hof, wo er Hof ist. Zu weit weg, beim Händler unten gibt's eine. Wir sind nah beim Händler. Stimmt, wir sind ziemlich nah beim Händler. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Du bist querfett eingefahren, du Josh, Schlaumi. Ja, ich bräuchte nochmal deine Hilfe. Ich bin mich querfett eingefahren, wie du gesagt hast. Bin so eine Dings runter und komm und hänge jetzt gerade an einem Baumstamm, wo ich hoffe, dass ich mich irgendwie so rauslenken kann. Ich komme mit dem Unimog. Shit, ich hab jetzt. Ich komme halt den Berg nicht hoch. Warte mal, ich versuche den jetzt mal zurückzusetzen. Das der Unimog ist der das einzig wahre. Ja. Kein Platz. Gibt's überhaupt Platz am Hof? Ich gebe dir einen Schubs, dann müsste es gehen, okay? Nein, ich bin vorne. Du musst von vorne. Ich hänge hier an einem Baum fest. Ach so. Du musst von vorne kommen, immer noch. Das ist halt dieses unwegsame Gelände. Im Wald fährt man noch nicht querfeld rein. Danke, ich guck mal. Fahr mal rückwärts. Guck mal, ob das reicht, dass ich jetzt hier irgendwie so durchkomme. Ja, reicht. Geh zur Tanke fahren. Und der nächste nimmt den normalen Weg. Ja, ich versuch's. Warte mal. Beim Händler ist eine Tanke. Ist hier Fahrzeugshop, ne? Ist egal. Ich werde jetzt hier sowieso erst nochmal die Tanke suchen müssen. Aber... wird schon eine geben. Ratz, er das sagt, dann gibt sie hier auch. Ja, hinterm Händler ist eine.
Außerhalb des Händlergeländes schon, oder wie? Ja, sieht fast. Ach, hier ist es reingefallen, hier kommt es raus. Wo ist denn das? Ach, außerhalb wirklich. Ah, dort vorne ist irgendwo ein Haut. Holz ist leer, Treibstoff noch 20%. Wie, du hast ihn jetzt in Gang gekriegt, dieses Teil? Der ist einfach gestartet. Die haben wir Hackschnitzel rausbekommen. Ja, die müssen ja mit der Schaufel aufkrapschen. Ach, da ist eine Tanke. Nee, natürlich bin ich. Tatsächlich, hier ist nochmal ein Händlergebiet. Da drüben ist die Tanke. Ah, jetzt blicke ich durch. Sorry, wir haben diese Map. Ich habe diese Map leider noch nie gespielt. Also nicht wundern, wenn ich jetzt hier so Fels mache. Wir können Holz nachfüllen. Wir haben noch 20% Stahl. Drücken, um das Fass zu füllen. N. Und jetzt R. Zeit ist vorbei, mein Freund. Wie viel soll ich tanken? Du musst Stopp sagen, wenn das nicht vom Geld nicht mehr. Guck mal, wie viel Prozent ich sehe. Stopp! Sind wir schon im Minus? Nein, wir haben 4000. 6000 hast du getankt. Bist du verrückt? Es sind 8636 Liter etwa so teuer. Ja. Holz leer ist schön für dich. Also ihr seht, das ist, mit dem Tank ist wirklich ein Problem. Ich würde sagen, darum kümmern wir uns nächste Folge. Ja. Ich wechsle mal ein bisschen besser zu Offroad. Nee, warte, lass erst nochmal diesen Trecker, den du hier so schon reingefahren hast, freifahren. Willst du es machen? Ja, okay, ich krieg's nicht hin, ich bin zu doof. Das ist ab sofort dein Trecker. Guck mal, sollen wir noch einmal auftanken, das Teil dort? Ich würde sagen, ja, einmal noch. Nein, wir tanken gar nichts mehr auf, wir machen jetzt Schluss. Ich muss ihn hier wenigstens noch... Ich fahre nur noch einen Baumstamm rein. Ja, GG an dich. Komplette Straßensperre eingerichtet. Ja, ich habe da ja schon angefangen, aber ich habe ja keinen Trecker. Ey. Kein Trecker, um das irgendwie zu berichtigen. Und dank deiner Festfahrung des einen Treckers... Sind wir jetzt komplett am Arsch, weil wir nur einen Trecker haben? Einen mit Frontlader, meinst du? Ja. Wer hast denn so da gerade den Unimog hingestellt? Ach so, der lädt auf, ne? Ich hoffe das. Also, sagen wir es so, der Trigger hat den schon erfasst, glaube ich. Ist der Treibstoff leer? Nee. Okay. Treibstoff, Infoholz leer. Holz gibst du rein. Holz leer, du musst Holz auffüllen. Leer? Ja, sagt Holz er mir. Leer sicher nicht. Okay, das hat nicht ganz so geklappt, wie wir es wollten. Vielleicht sollte man sich doch mal für mal Mod-Tests und so durchlesen. Gibt's eine Beschreibung zu diesem Mod? Ja, sicher. Ich hab's ja noch nicht durchgelesen. Ich dachte, es wäre selbst. Doch. Aber ich sag dann. Es wird. Wie meinst du, es wird? Er häckselt und es kommt mehr. Holz. Treibstoff, Produkt. Jetzt glaube ich das Gewicht ein bisschen kacke. V. Der Baumstamm liegt im Weg. Ja, ich habe den umgefahren schon jetzt. Ja, den großen Gang kann ich auch nochmal abschneiden. Nee, das machen wir aber nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wieso häckselt der jetzt so viel? Ich will meine Häckselvorgang beobachten. Der macht putt ja nur ganz wenig aus. Siehst du das denn nicht? Das ist im Idealfall nur noch eine Animation. Wie gesagt. Tschüss. Holz leer, sagt er als Info. Ich hasse Gerüchte jetzt schon.
So, Sven. Ah, morgen wird das Video schon veröffentlicht. Bin ich schon voll weit mit dem Freifahren dieses Treckers. Ja, ja, ich bin der Pro, Digga. Ich sag's dir, ich bin der Best Pro, ich sag's dir. Guck mal, dass ich davon schon mal ein bisschen. Wir haben halt da so wenig Platz, dass wir, ich würde sagen, dass wir den Hexer eigentlich umstellen müssten. Das wissen wir aber dann. Auf den Hof oder so. Dass wir ihn auf den Hof aufstellen, dann immer das dahin. Ich will noch gerade gucken, ob man. Warte mal, das ist ja scheißegal, wo ich das Teil abkuppel. Poltergabel. Bitte überall die Motoren ausmachen. Zapp durch. Und ordentlich abstellen. Ach, da ist so eine Kante drin, na klar. Ich stelle mir den einen Frontlader hier an die Seite des Hauses. Fällt ich auf, war im Bogen. Also das Problem ist, man kommt da halt einfach nicht ran von hier draußen. Man kommt auch, wer einen Frontlader hat, da einfach nicht ran an das Häckselgut. Man braucht da irgendwas, dass man da hinfährt, aber man kommt nicht ran an das Häckselgut. Ich kann sie mir nicht mit der Schaufel hinnehmen und wegholen. Das Einzige, was ich machen würde, ist da vielleicht jetzt einfach einen Anhänger hinstellen. Dass wir einfach das nächste Mal, wenn wir sind, direkt einfach Anhänger drunter haben. Ich weiß nicht, wie das ist mit dem Trigger. Ich kann mal gucken. Du hast mir doch gesagt, dass es diesen Mod, dass du dich auskennst. Nein, du hast gemeint, dass der Dings wichtig wäre, dieser Schlauch da. Darüber hatte ich mich nie informiert. Über welcher Schlauch? Welcher Schlauch? Das Rohr. Du hattest gesagt, ja, das Rohr, das geht. Es ist. Google. Ich krieg schon wieder die Krise. Frontladertechnik. GG. Ich mache hier 1000 Saltos.